Der Nationalfeiertag hat im Stift Rhein ein besonderes Gepräge. Am 26. Oktober 1129 starb der Stifter Leopold der Starke aus dem Traungauer Geschlecht in Steyr. Die Steiermark verdankt ihm den Namen. Aus der Mark der Herren von Steyr wurde die Steiermark. Bevor die Klangwolke zu Ehren von Markgraf Leopold erklang, wurde die Heilige Messe mit Bischofsvikar Hermann Klettler gefeiert. Wir feiern heute den Todestag des Stifters von Rhein, des ersten Landeshauptmanns der Steiermark, wenn man so will. Und Rudolf Bodingbauer, der ehemalige Militärkapellmeister, der auch unter uns ist und den ich herzlich begrüße, hat schon zum ersten Mal, als dieses Jubiläum gefeiert wurde, als der Todestag gefeiert wurde, hat er eine Komposition geschaffen. Eine Komposition, die wir jetzt dem Markgrafen Leopold zur Erinnerung widmen und 136 Musikerinnen und Musiker aus dem Musikbezirk Leoben führen jetzt diese Klangwolke auf und Vinzenz Keimel leitet dieses Orchester. Steiermark.
Seite dann noch das gesamte Gebiet zwischen Korheim im Westen und dem Fluss Lafnitz im Osten war durch die Völkerwanderung und durch die Eroberungszüge der Magyaren immer wieder zerstört worden. Und die Burg des Grafen Waldo, der Runa, stand verlassen auf dem Ulrichsberg. Auf den Anhöhen gab es noch kleine Ansiedlungen von Slawen. Von weiten Teilen des Landes hatte wieder die Natur Besitz ergriffen. So konnte er seine auseinanderliegenden Besitzungen vereinen. Und er begnügte sich nicht damit, in einer Burg zu residieren, sondern er bereiste zusammen mit seiner Gemahlin Sophie, einer Tochter des Bayernherzogs Heinrich des Schwarzen, das ganze Land. Amen.
haben sich vom Kloster in Rhein in das ganze Land ausgebreitet. Und so dürfen wir am heutigen Gedenktag, der ja auch Österreichs Nationalfeiertag ist, voll Dankbarkeit auf das viele Gute zurückblicken, das von mir, von diesem Kloster ausging. Und wir dürfen Gott bitten, das Stift und unser schönes Steirerland in eine gute Zukunft. Anschließend gab es im Innenhof des Stiftes noch weitere Darbietungen der Blaskapellen. Das Leopoldibrot und die Klostersuppe wurden im Stiftshof an die anwesenden Gäste ausgegeben. Musik